Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallen Earth. Ja, ich, Moment, ich akzeptiere das noch eben. Wo soll das denn hingebracht werden? Ja, ja, complete. Ah, ich habe, kann ich keine Mission mehr annehmen? Ah, nee, ich habe, die XP. Okay. So, ich bin ja auf dem Weg gewesen eigentlich. Ich mache die Map mal auf Richtung Odenville und bin jetzt hier in Mumford. Stehen geblieben tatsächlich, weil hier so viele Missionen waren, ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Ich habe gedacht, dann queste ich jetzt hier. Und da sind tatsächlich ein paar Missionen, wo ich denke, ach ja, weißt du, die machst du halt so nebenbei. Da habe ich gedacht, da schalte ich dich jetzt einfach zu ein. Ich habe mal überlegt, na guck mal, ich renne immer noch mit meiner gammeligen Anfangsaxt rum, ne? Und ich bin jetzt ja mittlerweile Level 6, das ist ja eigentlich auch nicht richtig. Also ich muss echt mal gucken. Danger awaits. Ja, auf Wiedersehen. Ja, erzähl mir mehr. Hier, give me more. Also ich kriege dann hier schon immer so, ja, except, was soll ich denn machen? Want you to kill few travelers near the satellite crash site. Ja, ich accepte das mal. So, also es gibt immer keine Waffen so wirklich oder Ausrüstung oder so als Questbelohnung. Ich befürchte fast, ich werde mir den ganzen Mist craften müssen. Aber kann man das am Anfang eigentlich, wenn man mit dem Spiel anfängt? Weißt du, hast ja am Anfang überhaupt keinen Schimmer. Im Auktionshaus habe ich schon mal geguckt, da habe ich aber irgendwie auch nicht wirklich was gefunden und wahrscheinlich sind die Preise, ich muss mir mal die Map eben aufmachen, sind die Preise auch so utopisch. Mission da, Fine Flecky Bill, sind die Preise wahrscheinlich auch so utopisch, dass ich mir das eh nicht leisten könnte. Also ich muss da echt mal gucken. Also mittlerweile geht es ja mit meinen Waffen noch einigermaßen, aber ich glaube, auf Dauer ist das echt ein bisschen schwierig. Oh, liegt die Leiche da bei den Kojoten? Ja, ach, die sind nur Level 2, na, das geht natürlich, ne? Ja, dann complete mal. Mission complete. Na, das ging ja schnell. So, jetzt soll ich Rage Coyote Hide. Warte mal. Want you to bring him some. So, das ist ja. Na, da wäre ich nicht die Zweier kaputt machen können, ne? Revenge and. Ach, das sind die Blade Dancers. Pass auf, dann gehe ich weiter in die Richtung. Das sind die hier, ne? Ja, dann gehe ich weiter in die Richtung. Ich lasse mein Pferd gerade ausruhen, deswegen, bin ich mal wieder zu Fuß unterwegs. Also, da muss ich echt mal gucken, wie das ist mit den Waffen. Schusswaffe habe ich jetzt ja schon ausgetauscht, weil ich da, habe ich mal irgendwie einen Schlagstock gekriegt für irgendeine Mission. Weil es ist so eine Baseballkeule mit so Nägeln drin. Die macht ein bisschen mehr Aua. Aber es trotzdem, ja, es ist sehr. Die muss ich doch auch kaputt machen hier, oder? Nee, Big, die zählen wahrscheinlich nicht. Komm, ich guck mal. Nee, natürlich nicht. Hätte ja sein können. Na gut, dann gehe ich mal weiter. Also, ja, genau. So, was mich auch jetzt hier an diesem Quest hab tatsächlich gewundert hat, das sind so diese Töte davon welche und mach das und das, ne? Das sind Missionen, die lassen sich dann natürlich schon ein bisschen einfacher erledigen, jedenfalls für mich. Weil das nicht so schwierig ist, irgendwas zu töten. Sind es hier schon die ollen Blade Dancer? Ja. Das ist aber nicht der richtige. Ich muss wahrscheinlich da. Der wird wahrscheinlich nicht zählen. Ich guck mal. Ach Gott, Level 1. Nee, der zählt garantiert nicht. Nee. Na gut. Ich gehe mal weiter. Das sind ja dann nicht die richtigen hier. Guck mal, ist das eine Hundehütte oder was? Das ist ja auch geil. Ja, es sieht aus wie eine kleine Hundehütte. Das finde ich ja cool. So, bin ich jetzt hier mal irgendwie richtig oder was oder wie? Wie sieht's aus? Schnellreise gibt's ja übrigens auch in dem Spiel, ne? Aber du musst die ja, weißt du, musst die halt entdecken, sonst kannst du die nicht nutzen. Razor.
Nee, brauche ich auch nicht. Ist auch nur Level 2. Ist ja süß. Dann hätte man hier wahrscheinlich hin weiter questen sollen. Und das ist halt, was hat mir ja keiner gesagt. Ne? Dann wäre ich ja hierhin gegangen, aber. Naja, macht ja nichts. Bin ich hier noch auf dem richtigen Weg? Ja. Bin ich anscheinend. Ich lasse jetzt die Kleinen halt mal stehen, weil das gibt eh nicht so viele AP und nicht so viel XP. Das rechnet sich dann halt nicht so wirklich. Ist es denn noch. Ist es noch weit? Ist es noch weit? Oh, was liegt darum? Ach, das ist nur Müll. Ich habe keine Ahnung von Müll, deswegen. Kadetten. Das muss doch jetzt hier schon mal langsam. Ja, das sieht doch hier schon richtig aus. Ich guck mal, ob ich hier rumwandern kann. Dann brauche ich die nicht alle kaputt machen. Die haben sich aber gut hier verbarrikadiert, muss ich ja sagen. Nee, das muss schon hier, die müssen schon hier drin auch sein, oder? Jetzt komme ich von der Seite wahrscheinlich ja nicht rein. Da, das ist doch so ein. Nee, das ist ja auch so ein Razor. Aber das muss doch hier, müssen die doch irgendwo sein, oder was? Mysteriös. Katana, da oben. Ja, der ist auch Level 4. Guck mal, das ist doch. Das sind doch die Leute, die ich suche hier. Mehr, jetzt husche ich da hoch. Hier, du bist doch auch sowas. Shoto. Ja, perfekt. Ja, dann kann ich ja endlich anfangen, Sachen kaputt zu machen, Mensch. Tada! Hoffentlich haben die dann auch am besten gleich so ein paar Sachen, die ich eh brauche. Das wäre so ganz optimal. So wie hier mit dem Miet jetzt, ne? Das ist dann natürlich schon ganz praktisch. Upsala. Der nun nicht, aber macht nichts. Ach, das ist nur ein Kadett. Och Mensch, ja, tut mir leid. Aber deinen Loot nehme ich trotzdem mit. Ach, siehst du, das Cotton kann ich auch brauchen. Ach, da ist wieder so eine Art. Die stehen hier wahrscheinlich durcheinander rum, wa? Also vermutlich. Vermutlich. Hundefutter. Weißt du, wo kriege ich denn einen Hund her? Ich hätte gern einen Hund, das wäre ganz cool. Und vielleicht auch mal irgendwie ein Pferd, was ein bisschen mehr Power hat. Also meins, das kann ich ja auch mehr füttern wie alles andere. Razor. Lanze? Nee, die brauche ich auch nicht. Dann husche ich mal hier hoch. Ah, da. Ja, einwandfrei. Hier, du siehst so aus, als möchtest du jetzt hier unbedingt sterben. Und als hättest du was Tolles dabei. Hattest du aber nicht. Na, hier, komm dann, wenn du hier eh schon rumstehst. Hier kommen und wenn du hier doch auch gleich kommst, dann. Na, also. Treffe ich nicht hier wohl. Ist Y das nicht gewesen? Also, ach so, nee, ich muss aus dem Kampfmodus raus, damit ich looten kann. Das ist ja auch echt doof. So, was bist du da für einer? Ich brauche doch Katanas und Shotos. Katanas und Shotos. Also das ist schon da. Hier ist man dann schon immer so seine Mobs ein bisschen am Suchen, muss ich ja wirklich sagen. Ne? Da ist so ein Katana. Alles klar. Lauf, ich will dich töten. Dafür brauche ich ja nur 10 Stück insgesamt. Na, das ist ja nur. Egal welche man erwischt. Von daher geht's eigentlich. Die Aggro-Range ist nicht so groß, ne? Also ich sammle den mal noch einen hier. Das ist auch so ein komischer Kadett.
Ah, da ist so ein Katana hier. Komm her. Jetzt haben wir doch mal hier ein bisschen was wenigstens zu tun, ne? Pass auf, ich sterbe gleich. So. Nun, triff auch. So, und hier noch den letzten. Der kann ja ein bisschen zusammenpulen. Weißt du, das geht sogar mit meiner Gammelausrüstung. Und ich habe wirklich eine gammelige Ausrüstung. Okay. So, wie viel brauche ich jetzt noch? 4. Komm her. Ach, da ist noch einer. Perfekt. Tada. Dann sind es nur noch 3. Da gucke ich mal da oben, ob ich da was Entsprechendes finde. Ja. Hier, ich möchte gerne meinen Stock um die Ohren hauen hier. Ich glaube, du kannst das ganz gut verkraften. Damit brauche ich nur noch 2. Oh, ja, ja, ja. Ich nehme den Loot halt schon gern mit, so ist nicht, ne? So ist es nicht. Ja, siehst du, Baumwolle brauche ich eh. Wäre ich sonst Harvesten gegangen, aber so geht's natürlich auch. Und zack. Ja, jetzt. Ich werde ja wohl noch 2 so eine blöden Viecher finden. Und dann brauche ich noch Kojoten, ne? Kojoten, Kojoten. Da ist ein Shoto, siehst du, das ist doch gut. Aua. Du hast mir wehgetan, das finde ich ausgesprochen unhöflich. So, jetzt noch 1. Was bist du hier hinten? Du bist nicht das Richtige. Upsala, es hat etwas geleckt. Ich finde es halt immer wieder auch faszinierend. Ich habe gerade gesehen, da vorne ist auch irgendjemand am Questen. Ich finde es halt faszinierend, dass man hier wirklich nicht alleine unterwegs ist. Das sind ja jetzt wirklich sehr niedrigstufige Missionen. Und trotzdem sieht man immer mal wieder noch einen anderen Spieler. Das ist ganz awesome. Ah, da. Ah ja, du bist auch so einer. Hier, komm her. Yeah, complete. Und gib mir das Meat. So, was ist hier denn jetzt noch? Finds a stolen brewing research. Ah, ich soll noch... Okay, Rezepte finden. Kann ich hier durch? Nicht so wirklich anscheinend. Toll, jetzt bin ich hier drin. Ja, ist ja auch schön. Hallo? Ich glaube, ich habe Mist gemacht. So. Puhu. Ja, dann gehe ich einmal rum. Da muss ich doch da rein, wa? Sieht so aus hier, guck. Hätte ich auch gleich da reingehen können in das Lager. Ich habe ja gedacht, das könnte ich mir ersparen. Ach, das ist ja auch blöd, dass das hier überall mal zu ist, ne? Ich meine, andererseits, es macht schon Sinn. Also, wer lässt schon so ein Lager offen? Aber... Ich laufe jetzt hier mal rum. Fällt auch gar nicht auf. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich da... Da gab es doch irgendwo... Ja, ich gehe in den Aim-Mode. Ich glaube nämlich, ich habe wieder was gepullt hier. Nee, läuft mir nichts nach. Ja, dann husche ich jetzt hier rein und gucke, ob ich die Rezepte finde. Ach Mensch.
Das ist auch geil. Ich könnte hier jetzt anfangen zu harvesten, mittendrin. Ja, läuft, ne? So, da, hier in dem Gebäude, oder was? Hier, guck mal, ich mach dich mal kaputt hier. Fällt ja hier niemandem auf, wenn ich hier irgendjemanden kaputt mache. Jedes Mal dasselbe hier. Weißt, die können sich alle auf ihre Freunde auch nicht verlassen. So, komm her, du kannst auch gleich mal noch sterben. Und dann gehe ich da mal rein. Ich glaube nämlich, das ist hier drin. Da. Return. Yeah. Einwandfrei, siehst du. Dann ist die Mission doch abgeschlossen. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle dann bei dir fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, mich begleiten. Würde sagen, ich am Quest jetzt dann im nächsten Part weiter. Da schalte ich dich wahrscheinlich auch gleich wieder zu. Und sag bis dahin, ciao, ciao.